We are here at the Vuelta a España and we expect typical hot conditions. So I want to explain to you what us as a Sonier we do to optimize the rider's heat management. Hallo Radsportfans! Habt ihr Lust auf einen Blick hinter die Kulissen zusammen mit Krombacher 0,0? Then follow me! Vor den heißen Etappen schauen wir natürlich, dass wir genügend trinken, dass wir vielleicht auch noch Elektrolyte oder so zu uns führen, dass der Körper einfach für das heiße Wetter gewappnet ist. So we have these size vests that the riders use normally before the stage, when they are at the bus getting ready and warming up. And they can also use them after the stage, when they go back to the bus and they are on the rollers, cooling down. Wir trinken natürlich vor der Etappe relativ viel, um die 1,5 Liter in meinem Fall. Und dann im Rennen kommt drauf an natürlich, wie lang die Etappe ist. Ich denke aber, dass es um die 6 bis 8 Flaschen wahrscheinlich am Ende sind. Also we have ice socks. We prepare a lot in a Grand Tour. And we normally give them to the riders in the feeding points. We handle them in musettes or just with the bottle. And they obviously also have them in the race car, so if they need them, they can also go back to the car and they just get them. So we have also this refrigerated truck that we use together with the chef. He can store there all his products, fruits, vegetables. Das Essen spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir schauen, dass wir da auch eher Lebensmittel haben, die viel Flüssigkeit enthalten oder auch Namenrennen. Zum Beispiel eine Melone oder so. Ja, genau, mit einfach Nahrungsmitteln, die auch viel Elektrolyte, Vitamine haben, um einfach das Ganze, was man ausgeschwitzt hat, irgendwie wieder in den Körper zu bringen. Yeah, in each car we have one cooler that we make sure that is always cold. We put a lot of ice on them and there we store all the bottles, all the cold drinks, ice socks, ice gels, and then each car has one of these coolers, so in all the points around the parkour we can give the riders everything what they need and it's cold. Natürlich bei dem heißen Wetter spielt der Sonnenschutz auch eine wichtige Rolle. Wir schauen, dass wir uns immer ordentlich mit Sonnencreme eincremen. We also have this new product for menstry. They are ice gels that we can freeze before the stage, and the riders, when they use them, they are still quite frozen. And if not, they are really cold, and this also helps a lot in these really warm conditions. Also, wir haben vom Team spezielle Sommertrikots oder ja auch Rennanzüge mit super dünnem Material, einfach um so wenig wie möglich am Körper zu haben, dass wir auf jeden Fall nicht überhitzen im Rennen. We are also doing at the finish line an ice bath, that is just a bath with ice, and the riders can go inside, and this really helps to cool down the body temperature, so the recuperation is faster. Viele Teams haben jetzt vor allem auch hier bei der Vuelta so Becken mit Eiswasser dabei, einfach um nach der Etappe den Körper schnellstmöglich wieder auf Normaltemperatur zu bringen, weil die Körpertemperatur steigt teilweise bis auf 40 Grad und da spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, irgendwie den Körper wieder so schnell wie möglich runterzukühlen. Deshalb ist da auch ein Eisbad eine gute und wichtige Möglichkeit. Deshalb ein Tipp an euch, nach einem heißen Tag schön kühles Krombacher 00. Das werde ich auch während der Vuelta jetzt öfters trinken und genau, genießt es. And of course at the evenings we also like to have a Krombacher 00.